Hallo Wiebke. Hallo. Wie ist dein voller Name und welcher Fraktion gehörst du an? Ich heiße Wiebke Knell und bin Mitglied der FDP-Fraktion. Wann bist du geboren? Am 24. Oktober 1981. Würdest du dich eher als Stadt- oder Dorfkind bezeichnen? Ich bin absolutes Dorfkind, komme aus Neukirchen-Nauses. Wir haben 280 Einwohner ungefähr. Vegetarisch, vegan oder keins von beiden? Ich esse eigentlich gerne Fleisch und auch alles andere. Bitte ergänzen. Wenn ich nicht in den Landtag gewählt worden wäre, würde ich jetzt. Weiterhin als Pressesprecherin bei den Hessischen Tischlern arbeiten. Du bist Abgeordnete. War das dein Kindheitstraum oder im Endeffekt totaler Zufall? Kindheitstraum nicht, Zufall auch nicht, aber so in den Endjugendjahren schon ein Ziel und es hat dann etwas länger gedauert, bis sich das verwirklicht hat, aber rein durch Zufall landet eigentlich keiner im Hessischen Landtag. Nach den ganzen Erfahrungen der letzten Wahlperiode, was hast du dir für die neue Wahlperiode vorgenommen? Also wir wollen natürlich einen Finger in die Wunde legen, wenn es um die Themen rund um den ländlichen Raum geht. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich möchte vorantreiben, dass Digitalisierung endlich auch bei uns umgesetzt wird, auch im Bereich der Schule dann mehr für den ländlichen Raum, mehr für Nordhessen erreichen, Infrastruktur ausbauen, ja, ÖPNV ausbauen, solche Themen. Ist es für dich schwer, Familie und den Beruf als Abgeordnete unter einen Hut zu bekommen? Ja, ehrlich gesagt ist das schon schwer. Meine Tochter ist noch nicht mal 2 Jahre alt und ich würde es nicht schaffen, wenn ich nicht unterstützt werden würde von meiner Familie, von meinen Eltern und meinem Mann, die dann oft zurückstecken, damit ich hier dann in Wiesbaden und anderswo sein kann. In welchen Bereichen liegen deine politischen Schwerpunkte? Ich kümmere mich um alle Themen rund um den ländlichen Raum, bin Sprecherin für Umwelt, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, aber auch für Frauen, Gleichstellung und Diversity. Stelle dir vor, du hast die Möglichkeit, eine konkrete Veränderung im hessischen Bildungssystem herbeizuführen. Was würdest du verändern? Ja, endlich raus aus der Kreidezeit und rein in die Digitalisierung. Ich glaube, ohne die wird es schwierig sein, den jungen Menschen dann auch eine Zukunft zu geben. Wahlalter 16, ja oder nein? Schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass man dann wählen möchte, aber es ist für diejenigen, also es ist schwierig, eine Grenze zu finden, weil der einen Tag später 16 würde, kann dann auch 4 Jahre lang nicht wählen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich schon dafür, dass man es mal auch in Hessen austesten könnte. In anderen Bundesländern funktioniert es ja. Bleiben wir bei den Ja- oder Nein-Fragen. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Nein. Ein weiteres großes Thema ist momentan auch durch die Demos Fridays for Future der Kampf gegen den Klimawandel. Wird dieser in Hessen ernst genug genommen? Ich denke ja. Was ist dein konkretes Ziel für diese Legislaturperiode? Ja, so ähnlich wie die Ehefrage eben schon war. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich was für den ländlichen Raum, natürlich auch für meinen Wahlkreis und für den Ederkreis bewegen kann, dass man auf die Probleme der Leute im ländlichen Raum auch hinweist. Und dann hoffe ich, dass die Landesregierung auch so einsichtig ist und einige Themen von uns dann auch aufnimmt. Warum sollten Leute und gerade auch Jugendliche in deine Partei eintreten? Ja, weil wir natürlich die beste und coolste Partei sind. Nein, man hat jetzt schon gesehen, die Freien Demokraten sind ja stark von jungen Leuten gewählt worden. Ich glaube, wir haben vielerorts schon gute Angebote, dass auch junge Leute sich bei uns einbringen können, auch bei den jungen Liberalen, Jugendorganisationen. Es ist ganz wichtig, dass wir einen Zugang haben für alle Menschen, aller Altersklassen. Und da gibt es, glaube ich, in der FDP ein gutes Angebot für gerade für junge Menschen, ja. Gibt es eine Person, mit der du gerne mal für einen Tag tauschen würdest? Och. Ehrlich gesagt nicht. Alles gut so. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich als Abgeordneter aus? Ja, den typischen Arbeitstag gibt es ja nicht. Jeder Tag ist anders und das ist auch eigentlich das Spannende an diesem Beruf. Jetzt hier in Wiesbaden im Plenum ist natürlich hauptsächlich Sitzen im Plenarsaal, aber auch Besuchergruppen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und ansonsten versuche ich jeden Tag anders zu gestalten. Ich treffe mich viel mit Interessensvertretern, besuche aber auch, weil ich landwirtschaftspolitische Sprecherin bin, auch Bauernhöfe oder treffe mich mit dem Jagdverband. Also es ist ein ganz spannender, abwechslungsreicher Beruf. Und ja, gibt es keinen typischen Tag. Vielen Dank, Wiebke. Gern.